Horrorblindherz. Waffentasche ist voll, okay. Hier muss doch irgendwo noch so ein Zeichen sein, oder? Weil ich habe die Höhle noch nicht erforscht. So. Au. Einen Pfeil habe ich noch, Alter. Exalschild brauche ich nicht. Oder? 15. Na. Ja. Oh, da ist noch so einer. Und ich sollte lieber einmal ganz kurz was. Ich bin doch jetzt bestimmt wieder draußen. Also ist mir das erstmal egal. Ja, ich bin wieder draußen. Egal jetzt. Ich habe nicht darauf geachtet, ob das reicht. Ah, jetzt reicht's.
Oh, ist wieder dieser Schleim. Ah. Meine... Oh, du da, bitte, hilf mir. Der Schlamm hat mich überrascht. Wenn ich nur Wasser hätte, könnte ich ihn sofort abspülen. Gut, dass ich schon mal einen Hydranten gefunden habe. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Dass ausgerechnet ich, Basu, Hauptmann der Wache im Dorf der Soras, hier so zu Boden gehe. Peinlich. Nach dem Kataklysmus begann plötzlich schmieriger Morast vom Himmel zu fallen. Er verdarb das Wasser im Dorf der Soras und sogar hier noch. Wir sind alle völlig verzweifelt. Daher mache ich mich auf, das Gebiet um unser Dorf zu untersuchen und bekam hier eine volle Ladung ab. Wenn ich daran denke, bekomme ich direkt wieder Atemnot. Meine Kiemen kleben noch immer. Ohne dein Wasser wäre ich sicher... Ach, ich will überhaupt nicht daran denken. Bitte nimm diese Zora-Lanze als Dank für meine Rettung. Leider kann ich dir nichts Besseres schenken. Genau wie all die anderen Waffen hat sie den Kataklysmus zerfressen, aber man kann immer noch damit kämpfen. Oh, deine Tasche ist bereits prall mit Waffen gefüllt, wie ich sehe. Wenn du etwas Platz für neue Waffen schaffst, sag Bescheid. Dann gebe ich dir deine Zora-Lanze. Waffen. Ja. Ach. Mal aktivieren und dass ich das bei jedem Turm nicht beim ersten Mal überspringen kann, ne? Huch, was bist du, der Todesstern? Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Das sieht doch aus wie das... der Tempel. Aha. Aha. Beschwingt. Jiru Tak Matz Schrein. Okay, es gibt drei Wege. Ich sehe bis jetzt noch keine Truhe, nur da ist das Ziel. Ah.
Wow. So. Okay. Truhe gefunden. Großes Sonanium, perfekt. Wow, ist das Ding schnell. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube eher weniger. Bringt nichts. War ein Versuch wert. Ich glaub, festhalten kann ich mich auch nicht, ne? Ne, okay. Okay, okay. So, wann kommst du? Muss nur genau gerade da drauf liegen. So. So. Er steht noch nicht gerade. So. Und ja, das sieht doch gut aus, oder?
Landen. Na, Kiste habe ich gefunden. So. War doch leichter, als ich gedacht habe. War noch zwei Schreine und dann habe ich wieder ein Herz und ein Ausdauercontainer mehr. Was hast du denn da für mich? Nach Typ, nach Angriffsschärfe, am häufigsten verwendet. Laserwerfer, Gleiter, Transporter, Ventilator und Transporter. Okay. Warte mal. Wo ist denn der Kopf? Der Kopf ist da. Stopp. Hier drunter ist noch irgendwas. Ein Wille der Weisen. Na, sehr schön. Da wollte ich hin. Da ist das Dorf der Soras.
Ja, das ist da oben. Dorf der Soras, Quellen von Renell. Wasserkraft. So. Okay. Ich musste das jetzt erstmal richtig einstellen. Und aufladen. Oh. Zu weit, ne? Schade. Dann muss ich die Kugel einmal kurz zur Seite schlagen. Muss ich nur schnell machen, weil sonst... wäre ich da nicht mehr rausgekommen. Oder die Tür bleibt jetzt halt offen. Das kann natürlich auch sein. Okay, die Tür bleibt jetzt offen. Tor habe ich und das Segenslicht habe ich auch. Perfekt. Da bräuchte ich noch ein Schrein, dann habe ich wieder. Interessant.
So. Es tut mir so leid. Alle Opfer sind nun behandelt, doch dabei haben wir all unsere Wasserfrüchte aufgebraucht. Vielen ging es schlimmer, als wir erwartet hatten. Ich bin wirklich untröstlich. Entschuldigt euch nicht, ihr habt das Richtige getan. Das Wohlbefinden der Dorfbewohner ist das Allerwichtigste. Wenn wir nur noch die Statue irgendwie säubern könnten. Nalu? Bist du zu Besuch im Dorf? Verzeiht, dass wir dich nicht gegrüßt haben. Wir waren ganz im Gespräch vertieft. Das Dorf der Soras leidet derzeit nämlich unvorstellbar aufgrund des Schlamms, der sich vom Himmel auf uns ergießt. Fürs Erste konnten wir die Lage in den Griff bekommen, doch das Dorf ist nach wie vor furchtbar verschmutzt. So wie diese wundervolle Statue. Ach, und dabei ist sie den Dorfbewohnern doch so lieb und teuer. Wir suchen gerade flossenringend nach einer Möglichkeit, den Schlamm fortzuspülen. Leider können wir dir derzeit nicht die gebührende Gastlichkeit entgegenbringen, doch sei herzlich bei uns willkommen. Genau, ich bräuchte so einen Hydranten nochmal. Genau. Dafür müsste ich nur wissen. Kanone, Gleiter, Sprungfeder, Kanone. Und wem habe ich den Hydranten? Ist die Frage jetzt. Na, guck mal. Bei den Kapselspinnen habe ich doch gar nichts gezogen. Zeitbombe. Steh auf, Männchen. Wo habe ich denn jetzt den? Nee. Und wo habe ich denn jetzt den Hydranten? Hä? Da. Okay, ich komme gleich wieder. Ich muss mal einen ganz kurzen Hydranten besorgen. Ich habe den Schrein im Dorf der Soras ja eh schon fertig. Also kein Problem. Weiß nicht, kann ich den auch reinschmeißen? Echt? Ah, okay. Boah, zwei Hydranten habe ich. Okay, das andere Ding wird wieder ausgespuckt. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich ja schon mal zwei Hydranten. Ich glaube nämlich nicht, dass die einfach so einen Hydranten bei sich da rumstehen haben. So. Eigentlich bin ich ja nicht so jemand, der einfach alles so sauber macht, ne? Ich bin derjenige, der die Welt befreit. Eigentlich. Aber ich bin einfach mal so nett. Was anmachen. Ist das Sidon mit Mipha? Der Schlamm?
Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Ich stand da doch daneben. Diese Statue ist für das Dorf der Soos das Symbol einer neuen Hoffnung. Danke, dass du bei seiner Säuberung so fleißig mitgeholfen hast. Diese Statue, musst du wissen, sie stellt zwei heldenhafte Seelen dar, die das Dorf einst aus höchster Not retteten. Ganz recht, Sidon, Prinz der Soras und Ritter Link, den unbeugsamen hylianischen Schwertkämpfer. Ah, ich bin das, okay. Was für ein großartiger Kämpfer. Ich würde ihn nur zu gern eines Tages einmal treffen. Aber ich muss schon sagen, du hast geradezu denselben Körperbau wie die Statue und die Augen ähneln sich auch. Und Hylianer bist du ebenfalls. Ein Schwertkämpfer. Nein, unmöglich, völlig ausgeschlossen. Bist du etwa... Ja, ich bin Link. Du bist tatsächlich der Link? Vergiss nicht deine Manieren, Hifumi. Huch, Verzeihung, wollte nicht so über dich herfallen. Ja, bitte verzeih uns. Was für eine Überraschung, dass du Link bist, der vielbesungene Schwertkämpfer. Ich habe seit meiner Ankunft hier im Dorf fast jeden Tag Geschichten über dich gehört. Ich bin Prinz Sidons Verlobte. Anscheinend seid ihr ja gute Freunde. Ich heiße Yona. Freut mich sehr. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, lieber Link. Yona, Zora-Prinzessin aus der Ferne. Alle sagten, du seist zusammen mit Prinzessin Zelda verschollen. Darf ich fragen, was dich hierher verschlägt? So etwas Furchtbares und das gleich unter Schloss Hyrule und nun reist du umher, um die Sache zu ergründen? Ihr seid also hier im Dorf gekommen, weil ihr vermutet, Prinzessin Zelda könnte sich hier befinden? Schau dich bitte überall um, egal wo, das ganze Dorf steht dir offen. Oh, da kommt mir eine Idee. Du solltest mit Prinz Sidon sprechen. Er wird völlig außer Rand und Band geraten, wenn er dich wieder sieht, da bin ich mir ganz sicher. Prinz Sidon hält sich im Moment am Mifas Stätte auf, der Spitze des Donnerhorns auf. Mifa. Werte Yona, es ist Zeit. Wir müssen uns leider aufmachen. Oh, es tut mir leid, aber ich muss leider fort. Ach so, aber falls es dir nicht ausmacht, hätte ich noch eine weitere Bitte an dich. Könntest du nach deinem Treffen mit Prinz Sidon zu mir ins Krankenbad auf der Ebene über uns kommen? Möglicherweise kann ich noch etwas für dich tun, Link. Da soll ich hin. Es gibt einen einfachen Weg, um dahin zu kommen. Da brauche ich nicht mal klettern. Ich katapultiere mich einfach in die Lüfte und dann lasse ich mich dahin treiben. Da komme ich so halt nicht hin, aber da oben wird wahrscheinlich die, ne? Hab mir schon gedacht, hier muss doch irgendwas sein. Eine alte Karte. Perfekt. Ach da, okay. Überall liegt Schlamm. Da ist mein achter Schrein. Ich sehe den achten Schrein.
Wie fast Städte. Ach, wie gut, dass ich noch einen Hydranten habe, ey. Da hoffen wir mal, dass dieser Schrein hier kurz geht. Damit wir in dieser Folge noch mit Prinz Sidon sprechen können. In der Schwebe. Ich muss nach da oben. Die schweben, ja? Man sagt aktiviert. Aha, okay. Okay. Da. Uff. Ah, ich bin so schlecht, ne? Ich bin doof, ne? Ich bin doof, ne? Warum? Wirst du gleich sehen. Weil ich das Ding hier auch brauche. Oh, da ist das Ziel. Ich muss die Kugel darüber bringen, okay. Ich bin doof. Okay.
Scheiß auf die Kiste, die da ganz oben in der Ecke war. Wow. Weil, die kann man sich ja später nochmal holen, wenn man die braucht für die 100%. So, und damit können wir dann in der nächsten Folge mit Sidon reden. Ist doch perfekt. Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.